Ich grüße euch vom schönen Starnberger See. Ich bin Till, wie ihr ja wisst, und heute bin ich unterwegs mit Heime, mit Nora, mit Moni und mit zwei Hunden, Luni und Bruno. Heute sind wir am schönen Starnberger See, machen eine kleine Runde von Entschuldigung, Mammutarsch. Mammutarsch, 30 Kilometer! Freunde, ich mache das hier nicht nur so zum Spaß. Dieser QR-Code, ja, der verweist auf eine UNICEF-Spendenaktion, die mein Arbeitgeber unterstützt und ich natürlich auch. Bitte scannen oder in der Beschreibung unten den Link anklicken. Dann kommt ihr zu der Spendenseite, wo ihr bitte was gut. Dankeschön. Ein Drittel sind geschafft. Nur noch 20 Kilometer. Ab Kilometer 15. Ich glaube, da wird es richtig wehtun. Normalerweise fangen da meine Füße an zu schmerzen. Also, ich bin mal gespannt, wie es diesmal sein wird. Aber bisher, die Wanderung ist sehr schön. Relativ leicht, würde ich sagen. Nicht so viele Steigungen. Schöne Waldwege sind dabei. Also, ich hoffe, es geht auch so weiter. Kilometer geschafft. Wie ich sagte, meine Füße tun weh. Aber da hinten ist eine kleine Pause. Und dann kommen die nächsten 15 Kilometer. Check out. Wie findet ihr die Strecke bisher? Und schafft ihr die restlichen 15 Kilometer? Die Strecke ist heiter bis wolkig. Ich schaff's nicht. Also, jetzt die Geschichte. Es war einmal ein Hund namens Ronja. Die wohnte bei einer Familie. Und der Hund, und seitdem durfte Rumänien mit Ronja öfter mal spazieren. Ja. Seitdem ist diese Waschanlage Ende Gelände. Also der Mammutmarsch ist tatsächlich gut organisiert. Es gibt immer Haltestellen, so einmal 15 Kilometer, jetzt ein bisschen 21 oder 22 Kilometer entfernt. Mit Snacks, mit Getränken. Echt gut. Weiß ich es geschafft, daher jetzt. Yeah. Nur noch 10 Kilometer, yes! Nur noch 9 Kilometer, noch 8 Kilometer. Nur noch 7 Kilometer, nur noch 6 Kilometer, 5, nur noch 4, noch mal schauen, ja, 4, nur noch 3, ich glaube, ich habe jetzt den Haken. Nur noch. Oder noch immer. Ein Kilometer noch. Hoffe ich. Meine Uhr hat jetzt bei 30 Kilometer angeschlagen. Aber ist tatsächlich noch nicht zu sehen. Die verarschen uns, glaube ich. Wir sind gleich da. Meine Beine sind tot. Das gibt's nicht. Ich hab's zwar geschafft, aber
Ja, sind im Arsch. Ja, das ist die Holzmedaille. Ich bin extra langsam. Ich glaube, etwas über 8 Stunden mit Pausen. Also, ich hoffe. Also, beim nächsten Mal hoffe ich, dass es dann nicht mehr so schmerzhaft ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst ein Like. Und abonniert den Kanal. Und wenn nicht, schaltet halt einfach nicht mehr ein. Bis dahin. Euer Tim.